Mit diesem Übungscontainer trainiert die Feuerwehr Bad Arolsen derzeit den Einsatz nach Unfällen, bei denen Gefahrgut im Spiel ist. Unter Chemikalienschutzanzügen und Atemschutz müssen die Einsatzkräfte in der Anlage bei realistischen Bedingungen verschiedene Aufgaben bewältigen. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Gembeck und Fassbeck ist ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer im Führerhaus eingeklemmt worden. Ein 49-jähriger Traktorfahrer hatte den Lastwagen beim Abbiegen übersehen. Beide Männer hatten Glück im Unglück und kamen mit leichten Verletzungen davon. Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung hat eine 56 Jahre alte Frau bei einem Küchenbrand in der Korbacher Innenstadt erlitten. Ein 18-jähriger Nachbar kam ebenfalls ins Krankenhaus, weil auch er Brandgase eingeatmet hatte. Ein Heckenbrand in Meineringhausen hat auf den Anbau der Mehrzweckhalle übergegriffen. Die Feuerwehren aus Korbach und dem Stadtteil gingen gegen die Flammen vor und wurden dabei von Dachdeckern unterstützt. Seinen BMW hat ein 23-Jähriger unfreiwillig in einem Teich versenkt. Der junge Mann aus einem Föhler Ortsteil wollte bei Asel spazieren gehen, stellte seinen Wagen auf einem Waldparkplatz ab und vergaß, die Handbremse anzuziehen und einen Gang einzulegen. Der Wagen rollte in einen Klärteich, Feuerwehrleute zogen den BMW wieder heraus.